Oh mein Gott, hier in Thailand wird man überwacht, wenn man mit dem Smartphone bezahlt. Ich würde mir eher Gedanken machen über das Finanzkonteninformationsaustauschgesetz, § 27 Absatz 1. Da werden nämlich aus Thailand die Kontostammdaten, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort des Kontoinhabers sowie die Steuernummer und der Kontosaldo übermittelt. Und ganz ehrlich, das würde mir eher Gedanken machen, als wenn hier in Thailand irgendjemand weiß, dass Stefan und ich gerade in der Convent Road um 18.39 Uhr bei einer Straßenküche irgendetwas bezahlt hat. Denn das kann das Land hier, können die Behörden hier in Thailand gerne von uns erfahren. Also ganz ehrlich, was findet ihr schlimmer? Dass die deutschen Behörden das wissen oder dass die thailändischen Behörden all das wissen, dass wir hier gerade mal in einer Straßenküche waren, respektive hier wohl irgendwo bezahlt haben, 1,50 Euro fürs Essen oder all die Informationen von Thailand nach Deutschland übermittelt werden.